Aber vorher noch sagen, dass ich ganz begeistert bin. Trotz des schlechten Wetters, so viele Menschen und ihr habt euch kräftig mit Parolen zugetackert, zugeklebt. Die Oberschüler sind gerade rumgegangen, haben solche Buttons verteilt. Ganz viele Leute haben sich die Aufkleber, die wir verteilt haben, angepinnt. Wir haben hier Plakate, wir haben wunderbare, selbstgestaltete Plakate. Und irgendjemand sagte noch, ich musste 65 Jahre alt werden bis zu meiner ersten Demo. Also ein besonderer Tag heute. Sehr schön ist das. Und jetzt machen wir gleich eine schöne Wanderung durch Neuwulmsdorf. Habt ihr eigentlich Krachmacher bekommen? Ja. Könnte man die mal hören? Okay, wir haben eine schöne Route, wo wir das üben können, wie laut das sein kann. Wir gehen jetzt gleich los, hier auf der Bahnhofstraße und gehen auf der Bahnhofstraße immer geradeaus, bis links die Straße zur Heide kommt. Da biegen wir rein, gehen dann rechts ein ganz kleines Stück Heideweg und dann auf dem Kiefernweg. Dann biegen wir rechts auf die B73 und allzu gerne hätte ich es gewollt, dass wir die B73 gesperrt bekommen, aber dann hätten wir, glaube ich, viel, viel mehr Leute anmelden müssen und unrealistische Zahlen liefern müssen. Ich schätze von hier oben, dass wir 1000 Leute sind. Nein, aber 300 Leute bestimmt. 300 Leute schätze ich. Wer bietet mehr? 1000? Wenn man doppelt sieht. So, und dann gehen wir also auf den Bürgersteig der B73 und biegen dann wieder in die Bahnhofstraße und enden hier. Die Route ist so ausgesucht, Vorsicht mit dem Kabel, die Route ist so ausgesucht, dass wir maximale Öffentlichkeit erzielen. Maximale Öffentlichkeit erzielen wir durch Flaggen und dadurch, dass wir dieses Banner vorne wegtragen. Das machen zwei Oberschülerinnen oder Oberschüler. Wir schneiden das gleich ab, die gehen vorne. Und dadurch, dass wir Krach machen. Ich habe hier vorne noch überhaupt gar keinen Krach gehört. Wo ist der Krach? Sehr gut. Jetzt kommt nicht mal mehr hier die gute Mikrofonanlage gegen an. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, die beiden Oberschülerinnen nehmen jetzt hier das Banner und gehen ganz nach vorne und dann gehen wir los. Gesichert wird der Zug von der Polizei. Die fahren da vorne schon vor. Und das sind heute hier unsere Begleiter und Schützer. Wunderbar ist das. Also, los geht's!